dann legen wir los. Ich sage danke, dass ich da sein darf. Mir macht es immer Spaß, über das Thema zu reden. Ich rede jetzt seit mehreren Jahren über dieses Thema Docker, quer durch alle möglichen Veranstaltungen, weil es mir am Herzen liegt. Mir hat Docker mittlerweile vollends gefangen. Mir taugt das irrsinnig. Ich komme aber ein bisschen aus einer anderen Seite und vielleicht darf ich mich kurz vorstellen für diejenigen unter euch, die mich noch nicht kennen. Ich bin der Rainer Stoppeck. Ich komme aus Leonding bei Linz, weit von Dorik. Da wohne ich, da habe ich auch eine kleine Firma namens Software Architects, gemeinsam mit meiner Frau, der Karin Huber, und unser Schwerpunkt seit 10 Jahren ist Cloud Computing. Bei uns war das persönlich wirklich so, wir haben vor 10 Jahren unsere damalige Firma verkauft, sind dort ausgestiegen, weil wir was Neues machen wollten. Wir haben einen Businessplan geschrieben, so wie man es vorstellt, genauso, wir wollten es einmal so richtig gescheit machen mit Produkt und Businessplan und Geschichten. Und dann sind wir zu einer Konferenz nach Amerika gefahren, das war die PDC, die Professional Developer Conference von der Microsoft, und da haben sie zum allerersten Mal Azure herzeigt. Zum allerersten Mal. Und wir haben damals wirklich wörtlich den Businessplan einfach zerrissen und haben gesagt, das ist es. Dort wollen wir hin, Software as a Service, Cloud, das probieren wir. Das war doch gelacht. Und wir machen hauptsächlich eine Zeiterfassung, das war damals total cool, wenn man so weit gegangen ist und gesagt hat, wir haben eine Idee, wir machen Zeiterfassung, also ein bisschen personenbezogene Daten, in der Cloud. Vor 10 Jahren war das, wie soll ich sagen, hat das leichtes Kopfschütteln hervorgerufen. Heute sind wir recht froh, dass wir es gemacht haben. Wir sind seit 10 Jahren in dieser Azure Cloud und das ist ungefähr, was wir machen. Und natürlich, wenn man über Azure spricht, wenn man über Cloud spricht, auch im Microsoft-Umfeld, spielen Containertechnologien Stand heute eine riesengroße Rolle. Und das ist der Grund, warum ich heute da bin. Das ist der Grund, warum ich heute die nächsten Stunde 15 oder so mit euch gemeinsam darüber sprechen möchte, welchen Platz Microsoft dem Thema Container einräumt, wie die das sehen, in welche Richtung das geht, und ich habe natürlich auch jede Menge Demos mit. Wir können eigentlich die nächsten 1,5 Stunden nur Demos machen, wenn es so ist, aber ich habe was Slides mit. Also ich werde da oder dort vielleicht ein paar Slides verwenden, um das herzuzeigen. Wenn die Technik klappt, dann nehme ich den ganzen Vortrag auf und werde ihn später auf YouTube stellen. Also wer sich das eine oder andere noch anschauen will, kann das gerne machen. Ich probiere gerade ein neues Video-Setting aus, mal schauen, ob das funktioniert. Vielleicht geht es auch nicht, dann seid ihr froh, wenn es live dauert. Generell, wenn irgendwelche Fragen auftauchen, ihr habt da auf den Slides meine Kontaktdaten, braucht es mir nur googeln, alles, was ihr da seht und alle Demos, die ihr seht, gibt es auf GitHub. So ist MIT lizenziert, nehmt es, kopiert die Slides, redelivert es, ändert es, kopiert es, macht es, was immer ihr wollt, ganz egal, wie es für euch passt. Cool. Dann legen wir los. Die Slide brauche ich vielleicht nicht. Ich muss jetzt erst einmal die rote Frau. Mein übliches Publikum, wenn ich über Docker und Microsoft spreche, hat relativ wenig Ahnung von Docker. Üblicherweise im Microsoft-Umfeld, wenn ich Microsoft-minded, egal ob IT-Pros oder Devs vor mir habe, und ich frage, wer hat denn schon was mit Docker gemacht, dann gehen schon einige Hände hoch. Wenn ich dann sage, wer hat denn Docker schon mal produktiv eingesetzt, dann bleiben vielleicht bei 50 kleinen Publikum 2. Bei euch vermute ich, dass das ein bisschen anders ist. Trotzdem, ich muss die Frage stellen, damit ich ein bisschen weiß, wo wir sind. Wer von euch weiß denn noch gar nicht, was Docker ist? Cool, das habe ich erwartet. Wer von euch nutzt Docker zumindest zum Experimentieren, im Development, solche Sachen? Das habe ich auch erwartet. Jetzt bin ich neidisch. Wer von euch nutzt Docker in Produktion? Na, cool. Gut. Dann brauche ich da relativ wenig erzählen und wir werden uns gleich wesentlich stärker auf diesen Teil der Präsentation konzentrieren. Ich würde vielleicht bei dem Publikum, wenn sie sagt, sie seid sehr Microsoft, sehr nicht Microsoft-minded, würde ich gern kurzfristig 3 Slides von einer anderen Präsentation dazu nehmen. Gibt es mal eine Sekunde, ich öffne die PowerPoints-Geschichte. Haben wir sie schon? Ich zeige am Beginn von Präsentationen, wo es darum geht, welche Rolle spielen Docker und solche Sachen bei Microsoft, sehr gern 3-4 Slides her. Und die erste Slide ist ganz typisch, denn sie zeigt ein bisschen die Situation im Microsoft-Umfeld. Microsoft hat sich in den letzten paar Jahren, ich bin seit 20 Jahren in der einen oder anderen Form mit Microsoft partnerschaftlich verwandelt. In den letzten gut fünf Jahren hat sich Microsoft so radikal verändert wie noch nie in der gesamten Firmengeschichte. Ich muss sagen, ich erkenne diese Firma, mit der ich seit 20 Jahren zusammenarbeite, nicht mehr wieder. Bis zu einem gewissen Grad ist im Microsoft-Minded-Umfeld das ein bisschen die aktuelle Situation. Es haben alle lang geschrieben, Microsoft muss sich ändern und öffnen und ähnliche Dinge. Jetzt hat sich Microsoft geändert und geöffnet.
Und es ist bis zu einem gewissen Grad so, dass die klassischen Microsoft-Werte, Leute, die ganz auf Microsoft setzen, dass sie die verändert haben. Deshalb tut sich Microsoft mit so Themen wie Open Source und Docker und so weiter auch so leicht. Und deshalb ist es für Microsoft super reizvoll, mit Leuten zu sprechen, die nicht klassisch aus der Microsoft-Seite kommen. Denn man will sie genau in diese Richtung öffnen. Es ist nicht mehr so, dass wir sind Microsoft, rundherum ist ein großer Graben und wir lassen niemanden rein und wir lassen niemanden raus, sondern mittlerweile ist genau das Gegenteil der Fall. Schauen wir uns das anhand von zwei, drei Fakten an. Ich bin ein Techniker und wenn ich darüber nachdenke, hat sich Microsoft wirklich verändert oder nicht, dann brauche ich Fakten. Ich brauche nicht nur irgendwelche Marketing-Messages, sondern wir wissen, okay, Technik, was hat sich geändert? Und ich habe da einfach willkürlich drei Beispiele rausgenommen, ein Container ist ein Beispiel. Das erste Beispiel, Windows Subsystem for Linux. Wer kennt das Windows Subsystem for Linux? Okay, sind die meisten Hände hochgegangen. Ich habe mich in das Windows Subsystem for Linux verliebt. Es ersetzt für mich de facto CMD und PowerShell sowieso, weil PowerShell ist ein bisschen eine Fremdsprache für mich. Also die Bash, wenn ich einfach jetzt Ubuntu direkt on top of Windows Kernel betreiben kann, ist schon eine wirklich nette Sache. Man braucht sich nur zurückdenken, so, ich würde jetzt mal sagen, 15 Jahre, 10 Jahre, weiß nicht mehr genau, wann es war. Steve Ballmer auf der Bühne bezeichnet Open Source und Linux als, ich glaube, es war Krebsgeschwür oder sowas in die Richtung, also ungefähr so nett war es wie Krebsgeschwür. Und jetzt, seit einigen Monaten, spricht der Windows Kernel Linux. Das ist wie ich Chinesisch lernen. So ungefähr ist die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert. Vor 10 Jahren hätte er nicht dafür verrückt erklärt. Aber das ist eine massive Änderung von Microsoft. Und ihr könnt euch vorstellen, in einem Konzern, wo natürlich auch Politik eine Rolle spielt, war das keine einfache Sache, das durchzubringen, das durchzusetzen und zu machen. Da haben sich schon einige Leute um 180 Grad drehen müssen. Der nächste Punkt, PowerShell, Klassiker, Systemadministration unter Windows. Jetzt A, Open Source, B, unter Linux, C, fertige Docker-Container. Ah, das, denkt es 5 Jahre zurück? Wenn es das irgendwo hinschreiben hättet, in den nächsten 5 Jahren ist PowerShell Open Source auf Linux und in Docker, hättet ihr mittels Lachen geerntet. Das dritte, schaut sich den wichtigsten Faktor von Microsoft Stand heute an, die Azure Cloud. In so ziemlich jedem wichtigen, top populären Service in Azure steckt mittlerweile Docker drunter oder zumindest auch drinnen. Docker, Linux-Container sind für Microsoft ganz wesentlich. Und da ist, glaube ich, ein gewisses Missverständnis da, was ich schon rausgehört habe in der Einleitung. Microsoft Docker heißt Docker unter Windows. Überhaupt nicht. Der Großteil der wichtigen Microsoft-Produkte in Richtung Docker sind Stand heute Linux-only oder Linux-first. Docker unter Windows ist eine Brückentechnologie, die nachhinkt, und in den meisten Bereichen, egal ob Visual Studio, Azure oder sonst irgendwo, ist es ein Nachzügler und wird auch gemacht. Führend ist Linux, entweder nur Linux oder Linux zuerst. Egal ob Visual Studio, App Services, Kubernetes as a Service, ACI, Linux first, Windows second. Das heißt nicht, dass der Windows Server stirbt. Definitiv nicht. Er hat seine Daseinsberechtigung. Der kleine Mittelständler, der einen fixfertigen Server haben will, wo alles drinnen einbaut ist, was man sich vorstellt, mit einer hübschen GUI, wo man nur ein Hacker setzt und dann einen File-Server, Drucker-Server, Datenbank-Server und sonst was, Windows, perfekt, funktioniert super. Nur in der Cloud, wo es um Hosting-Density geht, wo es um System-Ressourcen geht, die man möglichst effizient nutzen will, hat Windows einfach das Nachsehen statt heute. Es muss nicht immer so bleiben, aber es ist so. Und deshalb ist dieses Thema Linux und Docker für Microsoft so wichtig. Das sind für mich drei einfach willkürliche Beispiele auf der technologischen Seite. Das ist aber für mich genauso wichtig. Das ist ein Earnings Statement. Ende letzten Jahres ist das rausgekommen. Schaut sich einmal die Wachstumsraten an. Wie es ausschaut, mit wie viel Year-over-Year-Growth Microsoft macht. Windows OEM 4%. Office 365 42%. Year-over-Year-Growth. Azure 90%. Microsoft ändert das gesamte Geschäftsmodell. Und viele Leute fragen mich, warum ist Microsoft jetzt, nachdem sie so lange Schreckbildgeschwür gesehen haben, jetzt plötzlich so Linux-offen und solche Dinge? Ne? Und Open Source und so. Ganz einfach, sie haben ein Geschäftsmodell dafür. Microsoft will Geld verdienen. Wie verdient Microsoft Geld? Früher Lizenzen, heute vollkommen egal, welche Lizenzen. Solange sie nicht schon laufen, ist alles gut. Stand heute,
ungefähr, ich glaube die offiziellen Zahlen sind so um die 45% aller VMs in Azure laufen auf Linux. Tendenz steigend. Die gesamte interne Netzwerkinfrastruktur von Microsoft ist immerhin der zweit- oder drittgrößte Netzwerkanbieter der Welt, läuft auf Linux, auf einem hauseigenen Linux. Das heißt, man hat jetzt ein Geschäftsmodell für das Thema, solange es in Azure läuft, ist alles gut. Ob es Windows ist oder Linux, ist zweitrangig. Jeder soll das nehmen, was er will. Und dann die ganzen neuen Entwicklungen im Bereich Programmiersprachen, ich sage nur Roslyn, C#, Blazor, TypeScript, wie sie alle heißen, alles Open Source, alles auf GitHub, alles for free. Warum? Weil das Geschäftsmodell nicht mehr Lizenzen sind, so wie es früher mal war. Das Geschäftsmodell sind die Server, Software as a Service, Platform as a Service, Serverless Computing und Infrastructure as a Service. Dort geht die Sache hin. Und wenn man sagt, wie stark hat sich Microsoft verändert, dann muss man sich vorstellen, wir reden da über Unternehmen mit einer sechsstelligen Mitarbeiteranzahl. Denkt an euch eure eigenen Firmen, wie viele Leute da drinnen arbeiten. Überlegt euch, wie schwierig es ist, dort eine fundamentale Veränderung, vielleicht auch nur eine mittelgroße Veränderung irgendwie durchzubringen. Das ist nicht leicht. Da muss man die richtigen Leute überzeugen. Das muss man ins Team bringen. Man muss vielleicht Teile des Teams wechseln, ausbilden. Und die machen das über eine Firma mit, ich weiß nicht wie viel, 100.000 Leute verteilt über die ganze Welt. Also bei Microsoft bleibt nicht so recht ein Stein auf dem anderen. Und trotzdem sind sie mit dem, was sie machen, glaube ich, recht erfolgreich. Das wollte ich nur vorab sagen. Denn vor diesem Hintergrund muss man sich ein bisschen bewusst sein, wie und warum Microsoft die Dinge macht, die er euch jetzt in den nächsten Minuten zeigen wird. Microsoft liebt Container, habe ich da oben stehen. Und das war tatsächlich so. Da gibt es recht schöne Berichte, kann man sich wunderbar anschauen. Die Docker-Leute, die auf der Bühne stehen, mit Satya Nadella, mit CEO und andere Senior-Level-Executives, die wirklich, wirklich an die Docker-Leute sagen, es war unglaublich für sie, die ersten Meetings mit Microsoft. Man hat sich gedacht, na schauen wir mal, was da passiert. Und das war, wow, cool, machen wir was miteinander. Das war nicht ein, wow, cool, wir bauen ein Konkurrenzprodukt, das wir lizenzieren, patentieren und sonst irgendwas können, sondern es war, wow, cool, wir contributen. Wir hüpfen mit rein, wir tragen Active-Code bei, wir entwickeln nicht einen eigenen Docker-Client, sondern wir contributen Go-Code zu eurem Repository. Wir schauen, dass eure Software gut bei uns läuft, auch wenn die in manchen Bereichen Konkurrenten sind. In vielen Bereichen arbeiten sie ganz intensiv zusammen. Und Docker spielt für Microsoft eine riesengroße Rolle. Man sieht ein paar Sachen, ganz konkret. Es gibt den Docker-Client an Windows. Das heißt, ich kann auf CMD, auf PowerShell oder natürlich auch der Bash, oder sehr Linux-Client, den kann ich einfach starten und das ist der Server-Client, wie der, den ich unter Linux betreibe. Der wird aus dem Server-Go-Code rauskompiliert. Man hat, ja, das kennt ihr, das brauche ich euch nicht erzählen, wo sie euch so gut auskennt. Man hat mit Docker anschließend ganz intensiv zusammengearbeitet und geschaut, dass Linux-Container auf Windows möglichst gut funktionieren. Und zwar für Development Purposes. Und rausgekommen ist das Produkt Docker for Windows. Ich gehe da, wenn ihr mehr aus der Mac- oder Linux-Seite kommt, dann kennt ihr das vielleicht weniger. Docker for Windows ist vielleicht, wenn wir die Windows 10 betreiben, ein wirklicher Traum. Da kriegt man ein Programm, das installiert man, dann hat man da unten diesen kleinen Docker-Wal. Und mit dem kann man eigentlich alles tun, was man so will. Das heißt, wenn ich jetzt da zum Beispiel ein CMD starte und sage Docker Info, dann spricht jetzt an dieser Stelle mein Docker Client mit Docker for Windows. Und Docker for Windows ist tatsächlich ein kleines Hyper-V-Dingsel. Das sieht man da. Das ist mein, da dieses Mobi Linux-Geschichtel. Das ist ein Linux-Kit-VM. Die brauche ich nicht installieren, die brauche ich nicht warten, die brauche ich nicht maintainen. Das macht Docker for Windows für mich. Selbst wenn ich überhaupt kein Linux-Know-how habe und ich spreche relativ viel mit Leuten, für die ist Linux ein fremdes Wesen. Ja? Schon mal gehört davor, dass es das gibt, aber eigentlich keine Ahnung, was das Ding tut. Für die ist dieses Erobern des Docker-Universums extrem viel einfacher geworden, indem man genau das so einfach gemacht hat. Man das Docker von Windows installiert ein Hyper-VVM und da drinnen läuft im Prinzip unser Docker-Daemon. Wenn wir also davor sprechen, dass Docker da Docker Images macht, dass Docker unter Windows einfach recht nett funktioniert. Ich habe ein paar Images da drin. Und dass Docker unter Linux einfach so unter Windows funktioniert, dann heißt das, dass das technisch eine virtuelle Maschine ist, wo der Docker-Daemon in dieser VM läuft und mein Docker-Exe spricht in Wirklichkeit mit dem Daemon innerhalb der VM. Nur ich brauche mich um die VM nicht zu kümmern. Trotzdem, auch wenn ich das habe,
kann ich so Dinge machen wie beispielsweise Docker Run, ich kann machen wir es interactive und machen wir ein Volume Mapping zum Beispiel. Ich kann mein C-Temp mounten auf was weiß denn ich, Demo und dann lassen wir Ubuntu laufen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel in das Demo-Verzeichnis reingehe, dann habe ich keine Dateien drinnen, weil ich mein Passwort geändert habe. Das tut mir leid, das ist vor kurzem passiert. Und dann muss man einmal hier auf Reset Credentials klicken. Weil sonst kann Docker nicht auf das lokale Laufwerk gehen. Mir hat Windows heute in der Früh daran erinnert, dass ich mein Passwort ändern muss. Und das habe ich gemacht und ich habe vergessen, dass ich meine Shared Drives neu mappe. Sorry dafür, machen wir es einfach nur mal. Genau. Das heißt, ich habe an dieser Stelle jetzt ein Volume Mapping gemacht, direkt von meiner Windows Disk in Docker for Windows und kann wunderbar damit arbeiten. Jetzt bin ich weniger der. Ja, bitte, Frage. Ist es dann über das Summer Protocol oder wie wird es reingemountet? Das wird überhaupt nicht irgendwie über ein Share oder ähnliches reingemountet. Das ist Teil der Docker-Infrastruktur. Wie der das intern macht, das kann ich da ehrlich gesagt gar nicht sagen. Also, das ist kein Netzwerk-Share, das da läuft. Definitiv nicht. Irgendwie arbeitet Docker for Windows mit dem Windows-Kernel zusammen und kann dann direkt über die Grenze der Hyper-V Virtual Machine dieses Volume-Mapping erreichen. Jetzt bin ich jemand, der weniger aus der Infrastructure- oder System-Management-Seite kommt. Ich bin ein Dev. Ich liebe es, Code zu schreiben. Ja, meine Heimat sind Dinge wie TypeScript, JavaScript, C#. Das ist das, wo ich mich zu Hause fühle. Das heißt, meine typische Arbeit jeden Tag schaut so aus, dass ich mein Visual Studio Code, mein Webstorm, was auch immer, am Laufen habe. Das speichert in ein Windows-Verzeichnis. Und wenn ich das zum Beispiel mit Node kompilieren will, dann läuft mein Node.exe, nicht als Node.exe, sondern es läuft in einem Container und das macht geschwind einmal ein Volume-Mapping. Weil da kann ich so Sachen machen, wie beispielsweise, kann hergehen und sagen Docker Run, dann machen wir ein Volume-Mapping nochmal, Temp. Dann machen wir in dem Fall nochmal Ubuntu und dann lassen wir einfach irgendein Statement laufen. Ein Short-Lived Container, wo ich quasi Docker verwende für Continuous Integration. Ja, ist eh klar, da habe ich ja Bin Bash vergessen. Okay. Passt, haut hin. Ich habe jetzt an dieser Stelle, ich habe kein Volume Mounting gemacht. Machen wir das Volume Mounting nur dazu, ihr habt es natürlich recht. Demo. So. Genau. Was ich jetzt gemacht habe, ist, ich habe einen Shortlift Docker-Container gestartet, den über einen Volume-Mount auf mein Verzeichnis zeigen lassen. Stellt sich vor, das ist mein Source-Directory, wo meine C-Sharp oder TypeScript-Sourcen drinnen sind. Dann habe ich den Compiler im Docker-Container laufen lassen und der erzeugt mir die Outputs, zum Beispiel JavaScript aus TypeScript, C-Sharp-DLLs, was auch immer, wieder auf meiner Disk. Also wenn man sagt, wie möchte Microsoft Docker den Leuten näher bringen, über Docker for Windows, versucht man die Windows-Developer, die unter Windows ihr Visual Studio oder Entwicklungsumgebung laufen haben, trotzdem Docker reizvoll zu machen, indem sie ihre Dev-Tools im Docker-Container drinnen laufen lassen und einfach die Ordner, die sie so brauchen, mit ihrem Quellcode, mit den Zielverzeichnissen reinmounten. Wisst ihr, Mann? Ja? Cool. Also Docker for Windows ist eine ganz eine wesentliche Sache und Docker for Windows hat in letzter Zeit eine ganze Menge Tricks gelernt. Das Docker for Windows, wir haben uns jetzt gerade Linux-Container angeschaut, aber das nächste sind natürlich Windows-Container. Ich kann in Docker for Windows jederzeit an dieser Stelle umschalten und in Bälde wird man dieses Umschalten nicht mehr brauchen. In Bälde wird man einfach gleichzeitig sowohl auf Windows als auch auf Linux-Container zugreifen können. Jetzt muss ich halt nur umschalten, ich klicke da mal drauf, dann switcht er. Und wenn ich jetzt an dieser Stelle nur einmal ein CMD mache und dann sage Docker Info, dann spreche ich jetzt plötzlich nimmer mit meinem Linux Docker for Windows, also nimmer mit dem Linux Kit Hyper-V Ding, das kennt ihr jetzt auch dran, sondern jetzt spricht mein Docker Exe über das Native Docker Protokoll direkt mit Windows 10. Da gibt es kein Docker Daemon mehr. Das macht Windows 10 direkt. Also, da gibt es keine virtuelle Maschine mehr dazwischen. Da gibt es keine virtuelle Maschine. Blue Pill, nein, es gibt keine virtuelle Maschine mehr. Red Pill, doch, es gibt eine virtuelle Maschine. Wir werden in Kürze darüber reden, wann es sie gibt. Es gibt sie nämlich nicht immer, aber das sind ein paar Besonderheiten, über die wir da noch sprechen müssen. Für den Moment möchte ich nur, dass hängen bleibt,
Man kann das sehr einfach umstellen. Und wenn ich jetzt an dieser Stelle zum Beispiel sage Docker Info, dann kriege ich natürlich, nicht Info, Images, dann kriege ich natürlich jetzt kein Ubuntu und Nginx und was weiß ich was, sondern jetzt kriege ich ein Windows Server Core, ein ASP.NET mit IIS und einen Nano Server zum Beispiel zurück. Und wenn ich jetzt so ein Ding da starte, zum Beispiel Docker Run Interactive, und dann starten wir jetzt an dieser Stelle einen Microsoft Nano Server und dann starten wir natürlich ein CMD-Exe und kein Bash. Dann starten wir jetzt einen Docker-Container mit exakt der gleichen CLI. Dauert eine Spur länger und ich werde dann erklären, warum es länger dauert. Erstens ist das Ding ein Gig groß, der Nano Server. Der Windows Server Core ist halt dann 10 Gig groß. Aber ja, jetzt habe ich an dieser Stelle einen Nano-Server in einem Docker-Container am Laufen, lokal auf meinem Windows 10 Development, auf meiner Windows 10 Development-Maschine. Und wenn ich da sage Exit, dann Exit, bin ich wieder heraus und ich bin wieder in meiner normalen Entwicklungsumgebung. Wirklich strange ist das Ganze dann, wenn man das folgendermaßen macht. Ich mache die Demo total gern, weil es einfach wirklich strange ist. Ich starte jetzt ein Bash. Das ist jetzt ein Ubuntu on top of Windows-Kernel. Und jetzt machen wir genau das gleiche Statement. Und was wir jetzt gerade machen, ist, wir haben ein Ubuntu auf Windows laufen, starten dann über einen Docker-Daemon auf Windows einen Nano-Server. Und jetzt bin ich eigentlich in der Ubuntu-Bash, aber sprich mit einem Nano-Server in Docker und das Ganze auf dem Windows-Kernel obendrauf. Also das ist schon ziemlich strange. Und das funktioniert tatsächlich. Ich bin jedes Mal wieder überrascht, dass das funktioniert. Aber ja, es geht. Also es ist egal, wo es macht. Das funktioniert aus allen Ecken und Enden raus. Das ist wirklich eng verzahnt. Das wissen nicht alle, wahrscheinlich werdet ihr es wissen, ich werde es kurz erwähnen, vielleicht ist es für irgendwen neu. Ihr kennt sicher alle den Trick, dass man einfach in einem Verzeichnis da oben CMD sagen kann, dann kriegt man eine Command Shell in genau dem Ordner. Aber in den neuen Versionen kann ich da oben einfach sagen Bash und dann kriege ich eine Bash Shell und Ubuntu direkt gemountet in den Ordner. Es funktioniert sogar, dass ich direkt in der Shell herinnen so Calc-Exe, das ist natürlich kein Windows, kein Linux-Programm. Dadurch, dass es aber on top of Windows-Kernel läuft, kann ich das Calc-Exe aus dem Linux aus starten und sogar Standard-In und Standard-Out funktionieren über die Betriebssystemgrenzen hinweg. Das ist ziemlich cool, aber das ist nur so nebenbei. Da sieht man recht schön, wie gut diese beiden Dinge miteinander verzahnt sind. Hat aber jetzt nichts mit Docker zu tun, was man nebenbei gesagt. Also Docker for Windows ist ein ganz wesentlicher Player und ein Trick, den Docker for Windows ebenfalls kürzlich dazu gewonnen hat, ist, wenn ich da mal auf die Settings gehe, genau, da unten seht ihr es, klar, Kubernetes ist running, seht ihr das? Wenn ihr die Experimental Version von Docker for Windows installiert, dann kriegt ihr automatisch, wenn ihr wollt, eine lokale Version von Kubernetes und könnt damit zum Beispiel als Docker Developer, so wie ich einer bin, lokal alles testen. Ihr könnt mit kubectl auf den lokalen Kubernetes zugreifen und alle die Dinge machen, die halt so lustig sind. Ich brauche dafür keine eigene virtuelle Maschine mehr, ich brauche Kubernetes nicht installieren. Es ist einfach alles in dieser Box drinnen. Was eine sehr schöne Sache ist für Leute, die sich nicht um einen produktiven Cluster kümmern wollen, sondern was zum Spielen haben wollen und zum Entwickeln haben wollen. Okay, soweit? Cool. Lasst uns weiterschauen. Der nächste Punkt, wo Microsoft ganz intensiv in das Thema Container investiert, ist das Thema Docker Hub. Fix fertige Images. Microsoft baut ziemlich hart, also, was ist denn dort? Oh, mein WLAN ist, glaube ich, verloren gegangen. Schauen wir mal. Ja, er hat beschlossen, sich mit einem anderen WLAN zu verbinden, weil aus irgendeinem Grund das Smack for Friends nicht mehr da ist. Vielleicht schaltet das jemand um 20.30 Uhr ab. Ich hoffe nicht. Das ist mein Handy. Ja, das hat sich verschüsst. Ja, dann nehme ich einfach das Linksnet, das wird schon funktionieren, sonst nehme ich meinen lokalen Hotspot, das geht auch. Habt ihr es hier noch? Das Smack and Friends? Ich bin auf jeden Fall jetzt im Hotspot. Lassen wir uns nicht aufhalten, machen wir einfach weiter. Vielleicht kommt es ja zufällig wieder. Vielleicht macht es nur eine Pause. Schon okay. Wir gönnen ihm die Pause. Okay, passt. Gut, Docker Hub. Microsoft investiert relativ viel, indem sie fixfertige Images für den Docker Hub anbieten. Und ein Image, das für mich sehr wichtig ist, für manche von euch vielleicht auch, nicht für alle, aber für manche sicherlich, ist das .NET Image. Es ist eines der größten Images,
oder Sammlung von Images, die Microsoft bis jetzt erstellt hat, und deswegen eignet sie sich sehr gut, um zu zeigen, dass sie wirklich versuchen, in dieser Community so gut wie möglich mitzuspielen. Wir sehen an dieser Stelle, dass sie wunderschön getaggte Images hergeben. In dem Fall ist es .NET. Ich weiß nicht, wer von euch hat in irgendeiner Form mit .NET zu tun, ihr müsst Applikationen schreiben, laufen lassen, okay, ja, doch einige. Das sind Base-Images und die werden auf Basis von Debian aktuell gebaut. Das sind die .NET Core 1.0.1.1.2.0 Images, das sind die produktiven. Ihr seht, Microsoft taggt die alle recht sauber mit Versionen. Die Minor-Releases werden nicht aufbewahrt, die Patches werden nicht aufbewahrt, da ist immer nur der letzte da. Die Minor-Releases werden teilweise aufbewahrt, 1.0 auf 1.1 ist aufbewahrt worden, die Major-Releases sowieso. Es gibt drei Flavors von diesen .NET Core Images. Das eine ist der SDK, da sind die ganzen Build-Tools drinnen, da kann ich ein C-Sharp-Programm übersetzen, das verwende ich typischerweise für Continuous Integration, solche Sachen, für Testing, wo ich was kompilieren will. Dann gibt es die Runtime, da haben wir die Runtime drinnen. Die Runtime beinhaltet dann Linux Debian mit allem, was ich brauche, um plattformunabhängige .NET-Applikationen laufen zu lassen. Das heißt, ich kann eine .NET-DLL nehmen und die läuft unter Linux, unter Mac und unter Windows, ohne sie neu kompilieren zu müssen. Das ist plattformunabhängiger IL-Code. Und damit das funktioniert, brauche ich die Runtime. .NET Core kann aber mittlerweile einen neuen Trick. Man kann ein sogenanntes Self-Contained Deployment machen, SCD heißt das. Und dann kommt ein Verzeichnis raus, wo nicht nur die DLLs drinnen sind, sondern alles, was ich brauche, um so ein Ding zu starten. Das heißt, da ist die Base Class Library drinnen, da ist die Common Language Runtime drinnen. Das ist einfach ein fixfertiges Linux, Mac oder Windows Executable. Und das kann ich starten. Das Einzige, was ich brauche, sind die Binary Prerequisites. Das sind ein paar apt-get-installs, die ich brauche, zum Beispiel unter Linux. Und das ist dann diese Runtime Depths. Wo sind sie? Da sind sie. Das ist der kleinste Containerstand heute zum Betrieb von .NET unter Linux. Also das ist das, was Microsoft Stand heute zur Verfügung stellt. Und aktuell in Preview, wenn ich da runter scrolle, ist die Version 2.1 von .NET Core. Und da kommt was dazu. Nämlich unter anderem ein Alpine Image. Das heißt, das Ding verliert Gewicht. Worum geht's? Warum macht Microsoft das? Na, erstens sieht man daraus, dass Microsoft mit ihren Programmiersprachen und Plattformen die Docker-Umgebung so gut wie möglich unterstützen will. Man hält sich an die Regeln, man veröffentlicht es im Docker Hub, ihr könnt es nehmen und dort betreiben. Nur Microsoft investiert auch massiv in die Verkleinerung und Verbesserung dieser Images. Wieso? Ja, alles geht Richtung Cloud. Ja, wenn alles Richtung Cloud geht, geht Microsoft selbst auch Richtung Cloud. Und die betreiben heute nicht 5 Server, auch nicht 500 und auch nicht 5000, sondern 10.000 an Server. Und wenn Sie ein kleines Alpine-Image für .NET Core schaffen, heißt es, Sie haben eine höhere Hosting-Density, heißt es, Sie werden konkurrenzfähiger. Und Microsoft ist, wie man weiß, immer am besten, wenn Sie Software für sich selbst schreiben. Und bis zu einem gewissen Grad schreiben Sie da Software für sich selbst. Und wir profitieren davon, weil das Ding steht da. Eine Besonderheit in dem Bereich ist der Bereich da unten. Es gibt die .NET Core Images natürlich nicht nur für Linux, sondern jetzt auch für Windows. Das heißt, die .NET Core Images kann ich mir, wenn ich Anwender bin, wählen. Ich kann sagen Docker Pull unter Windows, dann kommen die Windows Images daher. Oder ich sage Docker Pull unter Linux, dann kommen die Linux Images daher. Also beide Plattformen werden hier unterstützt. Das ist wahrscheinlich so ziemlich die größte Sammlung an Images und für Developer auf der Microsoft Plattform auch eines der wichtigsten. Images. Aber das ist bei Weitem nicht alles. Wenn man einmal so eine Suche macht mit Microsoft, dann wird man sehen, es gibt Images für Dynamics NAV, für .NET haben wir gerade gehabt, für die Azure Command Line Interfaces, für ASP.NET Core beispielsweise, SQL Server gibt es mittlerweile unter Linux und auch in einem fixfertigen Docker Container. ASP.NET, das ist der Internet Information Server, für .NET Full Framework 3.5, 4.6, 4.7 mit Internet Information Server mit allem drum und dran. Das Docker-File zum Betreiben einer ASP.NET Full Framework Applikation unter Windows Server Core ist genau 2 Zeilen lang. From Microsoft / ASP.NET copy das Output Directory vom Build Server in den Ordner Init.pub www.root und dann ist erledigt, das läuft einfach. Den Rest erledigt Microsoft. Was aber noch? Cognitive Toolkit beispielsweise, die Base Images Windows Server Core und Nano Server, ein unkonfigurierter IIS. Das ist auch ganz spannend. Visual Studio Team Service ist der Continuous Integration, Continuous Delivery, das ist die Plattform von Microsoft. Und wenn ich jetzt beispielsweise einen Build Agent betreiben will,
dann kann ich den jetzt einfach als Docker-Image betreiben. Ich sage Docker run das Ding da, gib ihm ein sogenanntes Personal Access Token, das ist die Security dafür, und dann habe ich meinen Build-Server in meinem Docker-Host laufen, der verbindet sie mit der Cloud, die Cloud orchestriert das alles, ich habe ein hübsches Portal mit allem drum und dran, aber meine Sourcen liegen auf meinem eigenen GitLab, mein Build-Server läuft in meinem Docker-Container drinnen, das heißt, ich will nur das los, was wir eigentlich eh alle nicht haben wollen, nämlich das Portal. Das Portal für die Projektplanung, das Portal für den Überblick, welche Builds sind gut gegangen, wo ich vielleicht externe Leute einfach zugreifen lassen muss. Meine Server gehören mir, die schließe ich ab, da geht nichts raus. Die Webserver, die liegen alle draußen und dann können alle Stakeholder darauf zugreifen. Aber das, was mir wichtig ist, nämlich mein Source Code und meine Build-Server, die laufen in einer Docker-Infrastruktur. Das ist ein bisschen die Idee dahinter und mit diesen fertigen Images will Microsoft das Leben ein bisschen leichter machen. PowerShell, SQL Server unter Windows und ich könnte jetzt nur weiterblättern. Ich bleibe aber kurz auf einer Metaebene. Generell soll dieses Beispiel zeigen, wenn ich sage Docker im Windows-Universum, dass es nicht nur Docker for Windows ist und dass es nicht nur Docker on Windows ist, sondern es ist auch Microsoft, die versuchen, in genau dieses Ökosystem zu investieren, indem man im Docker Hub entsprechende Images fix fertig zur Verfügung stellt. Nachvollziehbar? Okay? Cool. Und dann kommt ein riesengroßes Ding. Für das habe ich ein eigenes Slide-Deck mit. Mit dem werden wir uns ein bisschen auseinandersetzen müssen. Das ist Docker in der Azure Cloud. Docker spielt in der Azure Cloud eine Riesenrolle. Und wir müssen uns bewusst sein, Windows ist super. Der Windows-Client ist wichtig für Microsoft. Brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber dort, wo die Musik spielt, das ist Azure. Jetzt kommen wir zu dem Bereich, wo Microsoft die Zukunft sieht. Wo Microsoft die Cash-Cow sieht. Dort schlägt jetzt das Herz und dementsprechend stark muss man auf das drauf schauen, wenn man versuchen will, zu verstehen, wie Microsoft tickt. Ich habe das Slide-Deck überschrieben mit Azure Container as a Service, weil, dass man eine VM betreiben kann in Azure und dort Docker drauf installieren kann, versteht sich von selbst. Das brauche ich euch nicht zu erklären. Interessant sind nur die Higher-Level-Services, wo irgendwas obendrauf noch gemacht wird. Das erste Produkt, das Microsoft in Azure mittlerweile fixfertig anbietet und das sich sehr großer Beliebtheit erfreut, ist die Azure Container Registry, ACR, kürzen Sie es ab. Was ist die Azure Container Registry? Das ist im Wesentlichen eine fixfertige Registry on top of der Open Source Registry, die ihr wahrscheinlich auch kennt von Docker. Nur das Ding ist serverless. Das heißt, ich muss keine VMs dafür provisionieren. Ich zahle einfach für die Größe an Images, die ich da drinnen habe. Also es ist komplett serverless. Es ist komplett managed. Ihr könnt euch dort nicht hin remote desktoppen oder sonst oder SSH oder sonst was. Das Ding läuft einfach fix fertig und es unterstützt Windows und Linux Images. Wenn man, ja, es ist komplett managed, ich habe schon gesagt. Was für viele Firmen ein großes Argument ist, ist, dass dieses Ding geschützt ist durch Azure Active Directory und damit durch Active Directory. Wenn man sich also in die Situation einer Firma versetzt, die sagt, ich habe intern relativ viel auf Docker aufgebaut, ich möchte aber zum Beispiel meine Images über eine Container Registry passwortgeschützt an Kunden, Partner, externe Entwickler oder auch meine weltweit verteilte Entwicklermannschaft verteilen, dann müssen die irgendwo eine Container Registry betreiben, die offen im Internet herumliegt. Und das ist jetzt nichts, was man so nebenbei macht. Da braucht man schon Leute, die sich intensiv damit beschäftigen, das abzusichern, das zu installieren, das zu warten. Und genau diesen Job möchte Microsoft. Ihre Sorgen wollen wir haben, ist das Slogan von einer Versicherung und in dem Fall ist das auch genau so ein Slogan. Ihre Sorgen möchten wir haben. Wir betreiben die Azure Container Registry nahezu endlos Scaling. Ihr kennt dort Terabytes rausspielen, was heißt Dutzende, Hunderte an Terabytes an Images. Ihr müsst es einfach zahlen. Ihr braucht euch nicht um Storage kümmern, nicht um Backup kümmern, nichts dergleichen. Das läuft in dieser Azure Container Registry und der Zugriff ist über Active Directory geschützt. Das ist die Grundidee von diesem Azure Container Registry. Was natürlich ein Hintergedanke von Microsoft ist, muss man auch ganz klar sagen dazu, ist, Microsoft möchte natürlich, dass die Kunden ihre Docker Container produktiv dann in der Azure Cloud laufen haben. Und was liegt näher, als die Azure Container Registry netzwerktechnisch side-by-side mit dem Kubernetes-Cluster in der Azure Cloud laufen machen. Weil in dem Moment, wo die im gleichen Datacenter laufen, zahle ich nichts für den Netzwerk-Traffic. Und das Netzwerk ist brutal schnell.
Das heißt, das ist eigentlich die Idee. Co-Location im gleichen Datacenter oder in der gleichen Datacenter-Gruppe von den produktiven, was weiß ich, Kubernetes-Server, Standalone-Hosts, was auch immer ihr dort betreiben wollt, und das liegt in den entsprechenden Datacenter. Dass man das Zeugs replizieren kann über die ganze Welt, über das Microsoft Datacenter, über die Microsoft Datacenter-Infrastruktur, versteht sich von selbst. Man kann in diesen Azure Container Registry Multilevel Namespaces angeben, also es gibt eine Container Registry, die läuft immer unter myregistry.azure.cr, wie containerregistry.io, dann eine bestimmte Ordnerstruktur, wie ich es halt haben will, und hinten drauf die, die entsprechenden Images mit ihren Tags. Es unterstützt Webhooks, das heißt, ich kann Webhooks registrieren, damit ich informiert werde, wenn sich irgendetwas in diesen Azure Container Registries tut, und da spielt jetzt das ganze Serverless-Thema wieder eine große Rolle. Serverless Computing hat Microsoft ein eigenes Angebot, und dort kann ich wunderbar beispielsweise Administrationstasks automatisieren. Ich kann zum Beispiel hergehen und sagen, wenn eine, was weiß ich, das Container Image X verändert, dann möchte ich gerne automatisiert in meinem Kubernetes Cluster was tun, oder ich möchte über Azure Automation irgendwelche VMs hochfahren, umkonfigurieren, was auch immer ich tun will, vielleicht auch nur auditieren. Wenn irgendwas schief geht, wenn was gelöscht wird oder sonst was, muss ich vielleicht Gegenmaßnahmen ergreifen. Der Punkt ist, keine Server dafür zu betreiben, eine schöne Workflow-Engine dahinter zu haben und damit eine durchgängige Serverless-Infrastruktur mit der Container-Registry bis hin zum Automatisieren der entsprechenden Aufgaben zu betreiben. Man kann das natürlich alles wunderschön über die Azure CLI machen. Ich habe da die wichtigsten Kommandos zusammengestellt. Ich werde es jetzt nicht live demonstrieren. Das mache ich normal in längeren Workshops, wo wir dann Kommando für Kommando durcharbeiten. Aber nur ganz kurz zusammengefasst, in der Azure CLI haben alle Kommandos zum Verwalten der ACR, AZ-ACR, und dann gibt es da hinten eine ganze Menge an Kommandos, zum Beispiel Create, legt eine neue Container Registry an, das ist eine Sache von einer Minute oder zwei, und dann hat man die entsprechende Container Registry produktiv zur Verfügung. Mit ACR Login kann ich mit meinem Windows, mit einem Microsoft Account oder Active Directory Account, kann ich mich einloggen, sodass ich anschließend über die normale Docker CLI dorthin pushen kann. Das ist ein typisches Docker-Push-Kommando. Docker Push Azure CAAS, so habe ich das in dem Fall genannt, .azurecr.io Webdemo 1. Ja. Können wir uns mal anschauen? Ich habe das im Vorhinein gemacht, als Vorbereitung für meinen Talk heute. Und da schauen wir einfach kurz einmal rein. Das ist das Azure-Portal. Und da habe ich das entsprechend angelegt. Und da drinnen habe ich jetzt genau so eine Azure Container Registry. So schaut die aus. Die bietet nicht allzu viele Möglichkeiten direkt im UI. Im Wesentlichen kriege ich meine Access Keys zum Managen von dem ganzen Ding. Natürlich, wie gesagt, kann ich es integrieren mit meinem Azure Active Directory. Das ist in dem Fall der Admin-User, mit dem ich alles Mögliche machen kann. Wenn wir da jetzt reinschauen in unsere Repositories, dann sehen wir, dass ich im Vorfeld genau die im PowerPoint enthaltenen Statements schon ausgeführt habe. Das heißt, wir haben an dieser Stelle dieses Web-Demo, und da kann ich reingehen und da sehen wir, das hat im Moment nur einen Tag, die Version 1. Was lässig ist, ist, dass die restlichen Tools von Azure, die restlichen Container-as-a-Service-Tools, sich sehr schön dort integrieren. Lassen wir das kurz herzeigen. Angenommen, wir möchten diese Webseite, das ist jetzt einfach nur ein Nginx-Server, der wird nur sagen, hello from Nginx. Stellt euch vor, das ist eigentlich eine super coole Web-API, Website, Angular, React, irgendwas. Wenn wir die jetzt geschwind einmal betreiben wollen, dann gibt es hier einen Service dafür, der sich sehr gut eignet, um eine Web-Frontend-Tier damit zu betreiben, und zwar heißt das Ding, wo haben wir es denn? Die Web Apps for Containers. Das ist speziell nur für die Web-Tier der Container, das ist kein Kubernetes. Ja? Das ist einfach nur für Firmen, die zum Beispiel 0815 Web-Development machen. Als Datenbank verwenden sie einen gemanagten SQL-Server. Platform as a Service, keine VMs. Dann nehmen sie ein bisschen Redis-Cache dazu. Platform as a Service, vollkommen managed. Dann hätten sie gerne noch irgendein API-Management mit Web Application Firewall und dazu. Nehmen sie API-Management und ein Application Gateway with Web Application Firewall vorn dran. Beide serverless, vollkommen managed. So, dann fällt eigentlich das Einzige, was unmanaged ist, ist mein eigener Code. Den würde ich irgendwo betreiben. Und den möchte ich auch wieder in einer serverless oder zumindest in einer Pass-Variante betreiben. Und das hätte ich gerne integriert über einen Docker-Container, dass ich dort meine Container laufen habe. Und das ist die Story hinter Web Apps for Container. Verlangt es nicht, dass ihr da jetzt ein Postgres in einem Container betreibt.
Das macht da keiner. Bei Postgres gibt es Managed Service in der Azure-Datenbank. Wieso soll ich da einen eigenen Container dafür betreiben? Das gibt es fertig. Den brauche ich, um den brauche ich mich nicht kümmern. Machen wir da IAM Linz, das ist unser App-Name. Und wenn ich da jetzt hergehe, ja, das passt alles, dann gehen wir her und legen wir da auf die Schnelle einen kleinen Linux-Web-Cluster an. Das machen wir auch, IAM Linz. Den legen wir noch, wo tun wir den hin? Westeuropa, das passt doch gut, oder? Und dann an dieser Stelle, das ist eigentlich das, was ich euch sagen will. Wenn ich jetzt sage, da möchte ich jetzt einen Container betreiben, dann kann ich den jetzt aus dem Docker Hub nehmen. Ich kann aber auch sagen, ich möchte den aus der Container Registry nehmen. Dann wähle ich meine Registry aus, das ist die, die ich vorbereitet habe. Dann wähle ich das Image aus, das ist nämlich das da. Dann wähle ich das Tag aus. Natürlich lässt sich das auch automatisieren über die Azure CLI oder PowerShell. Das versteht sich, glaube ich, von selbst. So, und dann drücken wir auf Create. Und was wir jetzt erstellen, ist ein vollkommen gemanagter Standalone Docker Host. Das ist in dem Fall ein Cluster. Also ich kann beliebig den nach oben skalieren, nach unten skalieren, mit einem Load Balancer vorne dran. Nur betreiben tut der im Hintergrund Docker, ohne dass ich es manage, und der holt sich das Image aus meiner Container Registry über meine Access Credentials, die sind nicht public irgendwo. Und rund um diese Web-Tier, die wir gerade anlegen, legen jetzt die ganzen restlichen Managed Services, die Microsoft in dem Bereich anbietet. Also eine Managed Datenbank, eine Managed Firewall vorne dran, eine Managed Caching-Tier oder irgendwelche NoSQL-Datenbanken oder Machine Learning-Algorithmen oder Prozesse, die serverless laufen. Das ist ein bisschen die Story hinter dem Ding. Das wird jetzt, ui, das war schnell gegangen. Ich wollte gerade sagen, das wird jetzt eine Minute dauern oder so. Ist das andere Netzwerk schon wieder da? Ich fürchte mir ein bisschen im Hotspot links. Die werden immer weniger. Nein, das andere Netzwerk ist wirklich weg. Okay. Okay. Ja, schauen wir. Bis jetzt heute ja gut durch. So, schauen wir, ob er wirklich schon fertig ist. Gib mir eine Liste. Ui, jetzt wird es immer weniger. Jetzt geht der irgendwie ganz, geht der Hotspot da weg. Da sind nicht mehr viele Strichel. So, jetzt nehme ich mal lieber meinen Mobile Hotspot, bevor da was passiert. Sorry dafür, aber bei WLANs weiß man nie. So, schauen wir mal, ob wir da halbwegs eine Geschwindigkeit zusammenbringen. Come on, come on. So, und ja, viel besser, oder? So, da haben wir jetzt unsere Web-App. Wir müssen uns überhaupt nicht drum kümmern. Diese Web-App ist, wie gesagt, Platform as a Service. Es ist nicht wie Strom, es ist wie ein Hotel. Was ich damit meine ist, wenn ich 5 Server reserviere, wie ein Hotelzimmer, wenn ich es buche, auch wenn ich nicht drinnen schlafe, ich muss zahlen. Das ist genauso wie da. Wenn ich 5 Server reserviere und kein Mensch surft dorthin, dann muss ich trotzdem die 5 reservierten Server zahlen. Es sind nicht V1s, ich muss mich nicht um die V1s kümmern, ich muss sie nicht installieren, kein Betriebssystem installieren, kein Docker installieren, kein nix. Das ist automatisch, aber ich muss mich trotzdem darum kümmern, dass dieses Ding tatsächlich provisioniert wird und reserviert ist. Es gibt auch eine Serverless-Variante, die dann wirklich wie Strom funktioniert, wo ich dann die Prozessor-Millisekunden betreibe. So, und das ist jetzt genau so ein Ding. Führen wir uns nur einmal vor Augen, was wir jetzt gerade gemacht haben. Ich bin im Prinzip hergegangen und habe ein Nginx-Image getaggt, habe sie mir eigene Container-Registry ausgespielt, Serverless, habe dann Platform-as-a-Service Docker-Host angelegt für das Betreiben einer Web-Tier und habe die zwei miteinander verlinkt, so dass ich jetzt eine entweder private oder öffentliche Infrastruktur habe, das kann ich entscheiden, die komplett in Azure läuft und ich muss nicht eine Sekunde in die Wartung dieser gesamten Infrastruktur investieren. Einfach gar nicht. Und wenn ich skalieren will, na, dann skalieren wir das ganze Ding, das ist überhaupt kein Thema. Dann können wir, wo haben wir es da, Scale Out. Gehen wir rein und sagen wir, ach, wir brauchen jetzt bitte, wir haben jetzt dieses virale Katzenvideo, ja, das will jeder Mensch auf dieser Welt sehen, deswegen gehen wir daher und machen einmal aus dem Standalone Docker Server, machen wir geschwind einmal einen Docker Cluster mit einem Load Balancer vorne dran und das Ganze garantiert ohne Downtime, wo kein HTTP Request verloren gegangen ist. By the way, wir sind fertig. Er hat jetzt gerade aus dem einen Server 5 gemacht mit allem drum und dran. Mich fragen, ich sage immer dazu, ich bin ein richtiger Docker Fan, wir betreiben keinen einzigen Kubernetes Cluster oder ähnliches. Warum? Brauchen wir nicht.
mir ist das egal, wie sie es betreiben. Ich würde ihnen mein Docker-Image geben und ob die da Kubernetes verwenden oder irgendwelche anderen Zaubertricks erledigen, das ist mir vollkommen egal. Ich will genau solche Services. Das ist jetzt unsere Philosophie. Ich verstehe natürlich, dass einem ein Kubernetes-Cluster ganz andere Möglichkeiten des Eingriffs bietet und wir kommen dann auch gleich dazu. Es gibt diese Möglichkeit auch hier. Aber ich hoffe, diese kleine Demo hat euch schon mal gezeigt, wie dieses ACR, diese Container Registry, mit den anderen Container-Produkten zusammenspielt. Ja, und jetzt ist unser Katzenvideo nimmer viral. Sorry, ich tue wieder runterskalieren, weil ich muss das zahlen. Dann drückt man da drauf und jetzt geben wir an die vier Server wieder zurück. Einen behalten wir uns, der Load Balancer wird autokonfiguriert und in wenigen Momenten sollten wir jetzt wieder unten sein auf einem Rechner. Da haben wir eine Frage. Ja, die Docker Registry ist von außen auch recht, oder? Definitiv, ja. Und meine Frage ist, wie granular kann man denn da den Zugriff einstellen für externe Benutzer? Also ich weiß nicht, so Benutzer X darf nur Docker Image Y mit Version Z verwenden. Ja, ich bin aber kein Experte in dem Bereich. Ich weiß, dass es Access Policies gibt, ich kann aber leider keine Details dazu beantworten. Okay. Super. Ja. Ja. Mit Sicherheit. Garantiert. Gut, schauen wir weiter. Next point. Ja, die Demo habe ich gemacht mit euch. Der nächste Punkt geht jetzt ein bisschen weg von diesem Platform as a Service, von diesem Hotel. Ich reserviere mir mein Zimmer und wenn ich nicht drinnen schlafe, zahle ich es trotzdem. Jetzt sind wir im Strombereich. Ich mache sehr viele Vorträge über Serverless und ich werde auf der DevOne über Serverless Microservices sprechen. Und meine Kernaussage, die ich immer wieder mitgibt, dieses Bild, das gebe ich auch euch mit, vielleicht habt ihr es schon mal gehört von mir. Serverless ist für mich wie meine kleine vierjährige Nichte. Wenn ich die frage, wo kommt Strom her, dann sagt die da aus der Steckdose aus der Wand. Wir lachen natürlich als Erwachsene, weil wir wissen, was da für eine Infrastruktur dahinter steckt. Nur das ist genau, was Serverless ausmacht. Meiner Nichte ist es egal, was da der Hintergrund steht. Sie will ihren Fernseher anstecken und sie zum tausendsten Mal Frozen anschauen. Das ist für sie relevant. Das ist ihr Fokus. Und Serverless für uns als Developer bedeutet, ich will mich nicht über Server, ich will nicht drüber nachdenken. Ich weiß, dass das kompliziert ist. Nur ich will nicht drüber nachdenken, ob die einen Server haben, fünf Server haben, wann die hochskalieren, ob die Scale-Out oder Scale-Up oder sonst was machen, interessiert mich nicht. Ich will mir Frozen anschauen. Sprich, ich will meine App nehmen, in die Cloud hochladen und die sollen sich drum kümmern, bitte. Und mir ist es egal. Und das Zweite, was wichtig ist an Serverless, ist das Kostenmodell. Ich bezahle nach Prozessor Millisekunden und Gigabyte, die ich brauche. Und zwar Sekunden genau. Nicht wie beim Hotel. Das ist der wesentliche Punkt. Und dieses Container Instances ist im Gegensatz zu dem, was wir vorher uns gerade angeschaut haben, echt Serverless. Das bedeutet nämlich, ich fahre einen Container, eine Container Instanz hoch, das ist Preview, ich fahre eine Container Instanz hoch, ich kann sie optional mit einer Public IP Adresse versorgen, und ich kann sie nach 10 Sekunden wieder beenden. Und ich kann 1000 davon hochfahren und die alle 1000 nach 10 Sekunden wieder beenden und ich zahle genau die 10 Sekunden. Und nicht das Hotel mit, weiß ich nicht, wie viel ich reserviere. Das brauche ich nicht. Diese Container Instances schauen dann so aus, wir können das einmal gemeinsam machen. Dafür werden wir jetzt einmal in einen Server in die Cloud wechseln. Jetzt habe ich so oft das Netzwerk gewechselt, dass mein Putty sich verabschiedet hat. Ich habe für den heutigen Vortrag eine kleine Linux-VM in der Cloud angelegt. So, kann man das hinten nur lesen oder brauchen wir es größer? Größer, jawohl. Größer, jawohl. Jawohl, ich und Putin, wir sind die besten Freunde. Die einzige Variante, die ich kenne zum Verändern der Schriftgröße, ist Putin einstarten. Wahrscheinlich gibt es irgendwas viel cooleres, nur ich kenne es nicht. So, Appearance und 20 Pixel. So, schauen wir mal. Besser so? Cool. Ja, es muss nicht immer effizient sein. Ja. Hauptsache man kommt dorthin, wo man hin will. Loggen wir uns einmal ein bei unserer Azure CLI. Jetzt, wir gehen nämlich einmal wirklich über SSH-Verbindung. Ich bin jetzt auf einem Ubuntu-Server in meiner Azure Cloud. Dort habe ich alles fixfertig eingerichtet. Nur natürlich über SSH kann ich jetzt nicht einen Chrome-Browser unter Windows starten und mich dort einloggen. Aus dem Grund funktioniert die Verwaltung von irgendwelchen Sachen, beispielsweise funktioniert über diese Indirektion. Ich muss da jetzt in einen Browser einsteigen und auf diese Webseite hin surfen. Dann fragt er mich über meinen Code. Diesen Code finde ich genau hier. So, da, gehen wir her und geben diesen Code an dieser Stelle ein. Genau. Und dann bin ich an dieser Stelle schon eingeloggt, machen wir das. Und dann übernimmt er meine Credentials aus dem Browser
In einer Active Directory integrierten Welt müsste ich nichts eingeben, das wäre mein Windows-Credential und auf der Seite tue ich einfach nichts und auch irgendwo 10, 15 Sekunden haben Sie die Wahl, über den Backchannel unterhalten und dann weiß der hier, dass der Rainer da war und sich über den Browser als rainer@timecockpit.com angemeldet hat und deshalb sollte jetzt dann gleich die Azure CLI authentifiziert sein. Da ist sie. Jetzt habe ich noch eine Menge an Subscriptions. Und jetzt müssen wir so die richtige aussuchen. Gebt mal eine Sekunde. Das ist die, das ist welche? Das ist, um Gottes Willen. Wo ist sie denn? Da ist sie. Man kann viele Azure Subscriptions haben und ich bin einer von den User, die viele Azure Subscriptions haben und jetzt bin ich auf der richtigen. Jetzt können wir tatsächlich so eine kleine Sache anlegen und zwar, ich brauche da noch ein kleines Passwort für meine Azure Container Registry. Ah, das wird jetzt wahrscheinlich nicht gehen. Doch, es ist gegangen. Das ist einfach mein Key von meiner Azure Container Registry. Und jetzt werde ich an dieser Stelle, in diesem Fall nicht interaktiv, weil ich möchte euch sagen, wie man das Ganze automatisieren könnte. Das, was wir hier machen, könnte natürlich jetzt eine Zeile in einem Bash-Script sein, eine Zeile, die im Hintergrund läuft, das kann jetzt eine PowerShell sein, das kann was sein, was irgendwo in einer Web-Farm automatisiert läuft, wenn irgendeine bestimmte Aktion passiert. Und was hier passiert, ich starte das in der Zwischenzeit, ist, ich fahre jetzt eine Azure Container Instance hoch. Das ist ein General-Purpose-Docker-Container, da drin kann alles laufen. Ein Hintergrundprozess, ein Webserver, irgendeine Batch-Verarbeitung, es ist vollkommen egal. Holen wir uns nochmal das Statement her. Da sind jetzt so Dinge drinnen, wie beispielsweise eine CPU, ein Gig Memory, eine Public IP-Adresse, ich möchte den Port 80 freischalten und er soll sich bitte das Image Web Demo 1 aus unserer eigenen Registry rausholen. Das hat nichts mit einem Docker Hub zu tun. Und wenn alles gut geht, dann müssten wir jetzt hier herüben. Schauen wir mal, das aktualisieren. Dann sehen wir da jetzt eine Azure Container Instance und weil ich gesagt habe, ich möchte dir eine Public IP-Adresse, haben wir eine Public IP-Adresse und jetzt gehen wir da hin und da haben wir unseren Nginx Webserver. Und der ist jetzt, wie gesagt, nicht so, dass die Server, wie so ein Tamagotchi, das immer streicheln muss und hochskalieren und runterskalieren, je nachdem, wie viele Leute wir hier alles Katzenvideos sehen wollen, sondern dieses Ding ist eben serverless. Da kann ich viele, viele davon anlegen. Aber diese ganzen nützlichen Hilfsfunktionen für Webanwendungen, die bringen die nicht mit. Das ist eine ganz simple Variante, wo ich einfach sagen kann, gib mir einen Container, das Image, so und so viele Prozessoren, so und so viel RAM, geht schon. Und davon geht es 100 an und ihr fahrt die einfach hoch und runter, wie es braucht. Wie verwendet Microsoft, ganz kurz, um das Bild fertig zu machen, weil vielleicht erledigen Sie da Fragen. Wie verwendet Microsoft solche Dinge zum Beispiel? Ihr kennt es vielleicht vom Azure-Portal da oben, diesen kleinen Button, Cloud Shell. Wenn ihr da drauf drückt, dann kriege ich im Browser herinnen eine Bash-Shell oder eine PowerShell, je nachdem, wie Sie es haben wollt. Das dauert jetzt einen kurzen Moment, Connecting Terminal, und jetzt verbindet es sich quasi Standard-Out und Standard-In von meinem Browser auf eine Linux-VM. Und dort drinnen bin ich dann sofort connected, genau, da sind wir jetzt da herinnen. Das ist eine ganz normale Linux-VM, da kann ich machen, was ich will. Ich kann zum Beispiel sagen, Azure Account List, dass ich meine, ups, vertippt habe ich. Ihr versteht schon, was ich meine. Azure Account List. Der Punkt ist, was Microsoft da zum Beispiel macht, ist, wenn ich da drauf drücke oben, na, was glaubt ihr, wie die VM betreiben? Das ist keine VM. Die starten einfach einen Docker-Container. Und wenn 1000 Leute zufällig gleichzeitig auf den Button drücken, na, dann laufen halt 1000 Container-Instances. Und wenn das Ding für 2 Minuten idle ist, dann killen sie einfach die Container-Instanz. Die ganzen Scripts und so weiter, die werden ja persistent gespeichert. Aber die verwenden on the fly, je nachdem, was gerade im Web gemacht wird, hochgefahrene Docker-Container. Für mich als Developer ist das total interessant, weil so Dinge wie erstelle ein PDF, rendere irgendeinen Report, mache einen Datenimport, mache einen Datenexport, das plane ich gar nicht mehr ein in meinem großen System. Das sind lauter Dinge, wo ich Wegwerf-Container starte. Ich brauche einen Report, dann nehme ich eine Container-Instance, die generiert den Report, nach 30 Sekunden ist fertig und den Container schmeiße ich wieder weg. Dafür betreibe ich aber kein Kubernetes-Cluster, das brauche ich nicht. Das ist eine Zeile, Bash, PowerShell oder ein REST-Request, mit REST kann ich das auch machen, und das Ding fährt hoch, macht seinen Job, beendet sie wieder und alles ist gut und ich zahle ein paar Millisekunden. Das ist gerade in der Welt von Startups extrem wichtig. Am Anfang habe ich noch keine Ahnung, wie viele Leute das Ding nutzen werden. Wie viele Leute werden den Bericht wirklich anklicken?
Und da ist es super, wenn ich eine skalierende Infrastruktur habe. Und da ist Container Instances genau das, was man verwenden will. Sehr einfach, funktional, nicht besonders reich, aber eine ganz spannende, scharfe Klinge für genau solche Szenarien. Jetzt gibt es aber vorne, ne? Na, was schon. Hat sie erledigt. Okay. Cool. Wie genau wissen die, was skalieren müssen oder wie ist das? Da skalieren sie gar nicht. Bei den Web-Apps, die du vorher gesehen hast, da gibt es eine Variante, die ist serverless. Und da kommt es darauf an, welchen sogenannten Trigger du verwendest. Da gibt es HTTP-Trigger, da gibt es einen Queue-Trigger, da gibt es einen IoT-Event-Grid-Trigger, das sind also auch wieder irgendwelche Queues. Da gibt es einen Trigger, der auf Blobstore geht, also auf Webhooks von einem Art File-Server. Da gibt es auch Trigger, die auf Machine-Learning-Algorithmen gehen, wo Videobilder analysiert werden, verschiedenste Trigger. Und die Skalier-Algorithmen hängen von den Triggern ab. Bei HTTP checken sie die HTTP-Queue-Length und die Auslastung der Server. Bei einer Persistent Queue, AMQP zum Beispiel, checken Sie die Länge der Eingangsqueue. Bei einer IoT Queue, beim sogenannten Event Hub, checken Sie auch wieder die Länge der IoT eingehenden Nachrichten und skalieren auf die Ort. Der Punkt ist, es ist serverless. Sie haben eine vierjährige Nichte vor sich. Wir sind die vierjährige Nichte und Sie wollen uns gar nicht sagen. Es gibt keine Detailinformationen drüber. Es ist Vertrauen. Ja? Gib einer den Code und vertraue einer, dass das funktioniert. Wenn du einer nicht vertraust, nimm kein Serverless. Dann nimm was anderes. Ja. Genau. Also du brauchst einfach einen Haufen ein und die wird dann am Ende. Nein, in deiner Architektur kannst du das so machen, du baust zum Beispiel irgendeine ERP-Lösung und da drinnen gibt es in deiner Web-UI gibt's einen Button, der heißt Geschäftsbericht generieren. Normalerweise würdest du hergehen und jetzt vielleicht einen Process spawnen auf dem Webserver, wo du gerade bist. Und das zieht dann wieder die anderen Web-Sessions, die interaktiven, irgendwo nach unten. Oder du baust jetzt eine komplizierte Infrastruktur, wo dynamisch irgendwelche Worker-Queues und bla. Das machen wir einfach nicht. Sondern wenn der Benutzer auf den Button drückt, dann starten wir eine neue Container-Instance. Der fährt das hoch und wenn zufällig gerade 1000 Leute auf den Button drücken, dann starten halt 1000 Container-Instances. Und wenn es keine sind, dann kostet es nichts. Okay, das heißt, du musst eher mehr Prozesse auslagern. Ja, ja, bei den Container-Instances geht es um genau das. Die zukünftige Vision, teilweise funktioniert das schon, aber noch nicht ganz so, wie man es vorstellen könnte, ist, dass man Kubernetes und Azure Container Instances verheiratet. Dass ich nämlich sage, Kubernetes, das ist mein Hotel. Ich weiß, dass ich so und so viele Ressourcen eigentlich durch die Bank im Schnitt brauche. Aber der Scale-Out-Mechanismus von meinem Kubernetes-Cluster sind die Kubernetes Instances. Und dann ist es eigentlich Kubernetes, der den Scale-Out managt, indem er nicht irgendwelche Prozesse intern auf seine VMs betreibt, sondern der nimmt dann die Azure Container Instances und legt meine Container in die ACIs rein. Ich habe eigentlich aber nur mit meinem Kubernetes zu tun. Wisst ihr, man? Dort will man eigentlich hin. Dass ich meinen Powerful Kubernetes Cluster habe und das ist der Scale-Out-Mechanismus dazu. Cool, cool. Und damit kommen wir auch schon zum letzten, was ich euch heute sagen möchte. Oder über was ich kurz reden möchte, ist AKS, Container Services. Und das werde ich sehr kurz machen, euch brauche ich nämlich Kubernetes nicht erklären. Was ist dieses AKS? Azure Container Services, mit dem ACS sagen, ist aber nicht, das ist AKS. Ja, und ich mache das gleich mal auf. AKS ist Kubernetes as a Service. Punkt, das ist es. Es ist der Kubernetes, den ihr kennt, ohne dass ihr ihn managen müsst. Dass ich gehe her und sage, gib mal einen Kubernetes Cluster, in der und der Version, so und so wie Server, dann. Ihr könnt es auf die Server nicht hin, ihr könnt es nicht managen, ihr könnt es nicht einstellen, das ist managed by Microsoft. Ein Major oder Minor Release Upgrade von Kubernetes ist entweder eine Zeile in einer Azure CLI oder eine Combo Box im Webportal. Upgrade von 1.7 auf 1.8, Combo Box wechseln, Save drücken, erledigt. Den Rest erledigen die. Und natürlich ist es sehr schön integriert in so Sachen wie Azure Blob Store für Persistent File Storage, für die Volumes. Mit der Azure Container Registry. Das heißt, ich kann das Ding unter einem User-Account, unter einem sogenannten Service Principle betreiben, der dann auch wieder gesichert auf meine private Container Registry zugreifen kann. Und viele, viele Dinge mehr. Aber als Admin oder als Developer ist wichtig, das ist genau der Kubernetes, den ihr kennt, den ihr aus dem Internet runterladen könnt und betreiben könnt. Das ist nicht irgendein Microsoft-Flavor auf Kubernetes, das ist Kubernetes. Sie haben einfach nur die Administration von diesem Ding und den zugrunde liegenden VMs, das haben sie automatisiert. Das Schöne an diesem Dienst ist, er ist gratis. Er kostet nichts extra.
Die muss für die VMs bezahlen, ist schon richtig, aber AKS obendrauf ist kostenfrei. Und das ist dann doch ganz spannend für Leute, die jetzt sagen, ich möchte Kubernetes betreiben, ich will so tief runtergehen, nur ich habe nicht die Manpower und die Administratoren, um so einen Kubernetes-Cluster professionell zu betreiben. Genau dafür ist dieses Angebot da. Und wenn wir jetzt das Ganze als Gesamtbild betrachten, das Letzte, was ich noch erzählen möchte, das muss man ein bisschen so als Strategie sehen. Microsoft will den Developern es möglichst einfach machen, im Rahmen der Entwicklung Container zu verwenden. Dafür investieren sie in Docker for Windows, weil damit habe ich als Developer auf meinem Windows 10 PC meine heißgeliebten IDEs wie Visual Studio und Visual Studio Code, aber gleichzeitig Linux-Container, Windows-Container und eine Development-Version von Kubernetes am Laufen. Das ist in dem Bereich. Und wenn es darum geht, es professionell zu betreiben, bieten sie mir ein Container-Registry, wo ich das ganze Ding dann ins Internet geschützt freigeben kann, integriert in meine Active Directory. Und sie bieten mir Platform-as-a-Service-Angebote, wie beispielsweise ACI, Serverless-Angebote und Platform-as-a-Service-Angebote, je nachdem, wie ich es halt brauche. Aus dem kann ich wählen. Das ist ungefähr ein schneller Überblick darüber, wo Microsoft im Moment hingeht, was Microsoft tut. Ich habe ganz wenig über Docker on Windows geredet, weil es eigentlich nur ein winzig kleiner Teil ist. Wir können uns gern, wenn es nur wollt, in Form von Fragen über Docker on Windows unterhalten, nur das ist ein Randthema und das überrascht viele Leute. Dort, wo wirklich viel Geld investiert wird, ist teilweise in anderen Bereichen. Das ist auch wichtig, aber das ist nur ein kleiner Baustein in diesem ganzen Konzert von Docker. Ich hoffe, es waren interessante Stunde 15. Ich möchte jetzt einmal, wo sind wir denn? Stunde 10 sind wir. Das heißt, wir haben noch ein bisschen Zeit, dass wir noch ein bisschen plaudern. Aber ich möchte einmal die Gelegenheit geben, dass wir vielleicht Fragen stellen oder zum Diskutieren anfangen. Sonst, ich habe noch ein paar Slides über Docker und Windows. Können wir gerne die restliche Zeit damit abbringen. Aber es gibt sicherlich da oder dort ein paar Fragen. Bitte. Was warten Use Cases, um so einen Windows-Container zu verwenden? Und Windows-Container. Use Cases für einen Windows-Container. Du hast eine bestehende .NET Full Framework-Applikation. Die musst du weiter betreiben. Es gibt irgendeinen Grund, warum man die nicht auf .NET Core umstellen will oder kann. Du möchtest aber ganz generell auf diesen Docker-Workflow setzen. Was sollst du dann machen? Idealerweise Docker und Windows verwenden. An Windows Server 2016 oder ein Cluster aus Windows Server 2016 und dort kannst du dann einen Windows-basierten Docker-Container betreiben. Du kannst die gleiche CLI verwenden, du kannst das gleich administrieren. Im Hintergrund läuft halt einfach ein Windows statt ein Linux. Was für ein Vorteil hätte ich da in Bezug jetzt auf eine VM? Vom Ressourcenverbrauch sind sie jetzt noch relativ ähnlich. Nein, das stimmt nicht. Der Ressourcenverbrauch von Docker on Windows, also jetzt muss ich doch kurz die Slide hernehmen, hängt ein bisschen davon ab, wo du bist. Die Slide hier. Die obere Schicht, die brauche ich euch nicht erklären, die kennt ihr. Wir schauen uns die untere Schicht an. Im Prinzip geht es bei Docker ja, wie wir alle wissen, hauptsächlich um Isolation. Ja, wir fangen ganz links an, wenn ich zwei Prozesse voneinander isoliere, starte zwei Prozesse, das ist die effizienteste Möglichkeit, wie ich eine gewisse Isolation sammle. Und dann kommen schon die Container. Und unter Windows gibt es jetzt zwei verschiedene Arten, Container zu betreiben. Es gibt die Windows Server Container und die Hyper-V Container. Die Windows Server Container, da brauche ich einen Windows Server dafür, wie der Name schon sagt. Windows Server Container gibt es unter Windows 10 nicht. Ein Windows Server Container ist, und das ist der Punkt, weit effizienter als ein VM. Denn ein Windows Server Container ist kein VM. Ein Windows Server Container, da startest du zum Beispiel den IIS Worker Process als Prozess am Host. Das heißt, der Windows Container und dein IIS ist eigentlich technisch sehr nah an dieser Seite. Du bootest kein eigenes Windows. Du hast keinen zweiten Kernel in Memory, nichts dergleichen. Sondern du startest eigentlich nur einen Prozess. Und genau durch die gleichen Konzepte wie bei Docker vor Linux hast du eine Isolation, sodass dein IIS Worker Process glaubt, er ist alleine auf der Welt. Stimmt aber nicht. In Wirklichkeit lebt er am Host. Also da ist es weit effizienter, das zu verwenden als in einer VM beispielsweise. Du startest so einen Windows Server Container wahrscheinlich in Sekunden, während du für eine VM erstens einmal auf der Disk Unmengen an Platz brauchst und dann in Memory natürlich ansprechen willst. Diese Windows Server Container haben aber einen wesentlichen Nachteil. Ich habe schon gesagt, sie gehen unter Windows. Und damit ihr Support von Microsoft kriegt, müssen sie bis zur letzten Versionsnummer mit dem Host-Betriebssystem übereinstimmen.
Das heißt, wenn ich ein Host Windows 2016 die und die und die Versionsnummer und der den Patch habe, und dann will ich einen Gast da drinnen betreiben, dann müssen die exakt zusammenstellen, sonst kriegst du von Microsoft im Fall des Falles keinen Support. Das ist blöd. Das ist nicht schön für das Managen von Images. Deshalb gibt es, unter anderem deshalb gibt es die Hyper-V-Container. Die Hyper-V-Container bedeuten, du machst einfach einen Docker-Run, aber in Wirklichkeit wird im Hintergrund eine winzig kleine Windows-VM hochgefahren. Nur das ist keine volle Windows-VM, sondern da geht er her, kopiert große Teile des Hauptspeichers, weil er schon einen Kernel hochgefahren hat, und das sind einfach immutable Storage-Bereiche, da braucht er nicht den ganzen Kernel neu booten. Sie haben das genau analysiert und es gibt einfach viele DLLs, die hat er einmal in Memory, die kann er einfach kopieren. Und es ist momentan die kleinste Windows-Version, die es überhaupt gibt, die da drinnen hochgefahren wird. Man kann sich das als ein mentales Modell so vorstellen. Er nimmt das Host-Betriebssystem, macht ein Mem-Copy und nur einen kleinen Teil vom Boot-Vorgang extra. Es ist also nicht so effizient wie das da, aber es ist auch bei Weitem nicht so teuer wie das da auf der rechten Seite. Nur was du da kriegst, ist erstens echte Separierung via Hyper-V. Ich weiß schon, in Zeiten von Meltdown und Spectre, was ist das heute wert? Aber ich glaube, ihr wisst, ganz so ist es jetzt nicht. Da sind wir mitten im Prozessbereich, im User-Space vom Hostbetriebssystem, da nicht. Und zweitens, da müssen die Versionsnummern nicht exakt zusammenstehen. Das heißt, wenn du mich fragst, ist es effizient, dann ist die Antwort definitiv effizienter als eine eigene VM. Wie effizient, das hast du entschieden. Das musst du entscheiden. Und wie korreliert das jetzt mit den einzelnen Image-Typen von den Windows-Container? Es gibt jetzt den Windows, einen normalen Windows-Container und den Nano-Container. Ja. Das hat eigentlich, die Images an sich haben ja eigentlich da jetzt mit dem Deployment jetzt eigentlich nichts zu tun. Haben nichts damit zu tun, ne? Haben nichts damit zu tun. Du kannst sowohl da als auch da Images betreiben, die unter Server Core, also die auf Server Core basieren oder auf Nano Server basieren. In der Praxis, ich kenne einige Firmen, die es probiert haben mit Nano Server. Eine bestehende Applikation habe ich noch keine einzige gesehen, die auf Nano Server läuft. Also nicht triviale. Ich habe schon ein paar Firmen geholfen in die Richtung und wir sind immer an irgendetwas gescheitert. Also wenn man Nano Server in Betracht zieht, ist mein Tipp immer, vergesst einmal Docker, schaut einmal, dass die Applikation überhaupt mit Nano Server zurechtkommt. Und wenn das einmal läuft, dann denken wir über Docker noch. Die meisten Firmen, die ich kenne, wollen nicht so viel investieren und nehmen einfach Windows Server Core und spocken nur Gramm und Disk in die Maschinen rein. Das ist halt ein bisschen die Windows-Mentalität. Das ist ja so. Nano Server ist baut für Software as a Service. Also wenn du wirklich sagst, Windows ist mein Betriebssystem und bei Microsoft intern ist Windows eine ganz wesentliche Schicht, dann kannst du es auf Nano-Server von Anfang an hin drinnen, auf Nano-Server von Anfang an, optimieren und dann wird es einfach funktionieren. Was ist ein Nano-Server? Boah, ich bin ein Developer, aber ich habe schon ein paar Nano-Server eingerichtet, aber ich bin bei weitem kein Nano-Server und Windows Server Core Profi. Der Nano-Server ist ein kleineres Queue, also er kann weniger. Du kannst dir vorstellen, es ist ein Windows, was ähnlich wie Alpine Linux, wo alles weggestrichen worden ist, was es nur irgendwie geht. Dadurch ist der Footprint, ich glaube, irgendwo um, weiß ich nicht, 8% kleiner in Memory oder Disk und ähnliche Dinge. Und die Idee ist, dass du dir über ein eigenes Tool deinen persönlichen Nano-Server-Konfiguration zusammenstößt. Das heißt, standardmäßig ist da nichts drinnen, aber du hast ein Tool, mit dem kannst du dann sagen, so, jetzt nimmst du mein Nano-Server-Basis-Image und da tue ich jetzt PowerShell dazu und da tue ich IIS dazu und so weiter. Und dadurch konfigurierst du genau das rein, was du willst. Heißt, weniger Footprint und weniger Attack-Surface für irgendwelche Angriffe und Dinge, die du patchen musst. Heißt, weniger Reboots, heißt, mehr CPU-Zyklen für produktiven Betrieb, weniger zum Hochfahren und Runterfahren. Das ist die Idee vom Nano-Server. Also siehst du ähnlich wie ein Linux-Kit oder siehst du ähnlich wie bitte? Ja. Es ist nicht mein Bereich, wo ich mich sonderlich gut auskenne. Da habe ich nur herum experimentiert. Bitte. Du siehst ja, der Nano-Server hat, glaube ich, ein Gigabyte mehr auf der Disk und der Core. 10. Ja, so ist das. Genau. Aber einen Nano-Server kann ich genauso gut aufblasen, soweit ich will. Ich kann auch alles reinstopfen, was ich will. Das macht keinen Sinn. Das will ich normalerweise nicht machen. Nano-Server unterscheidet sich von Windows Server Core auch nur dadurch, dass die Support-Policy viel schärfer ist. Also wenn eine neue Version von Nano-Server rauskommt, dann hast du eher Wochen, ich glaube 2 Wochen oder sowas, in der du updaten musst auf die neue Version vom Nano-Server, sonst kriegst du einfach keinen Support mehr. Das wäre bei Windows Server Core und Windows Server undenkbar. Da rechnen wir in Jahren und nicht in Tagen. Und da rechnen wir in Tagen.
die du drinnen sein musst. Das heißt, man sieht schon, der Nano-Server ist baut für diese Zeit von Docker, von Immutable Instances, Immutable Infrastructure, von Continuous Integration, von DevOps, von Infrastructure as Code, von Cloud, von Software as a Service. Microsoft arbeitet intensiv daran, den Nano-Server noch kleiner und kleiner und kleiner zu machen. Und das, wo wir heute den Nano-Server haben, da wird man noch kleinere Sachen sehen, definitiv. Also Windows hat die Schlacht noch nicht aufgegeben, noch lange nicht. Da tut sich schon einiges. Aber sie laufen halt in dem Bereich Linux ein bisschen hinterher. Mal sehen, wie schnell sie aufholen. Wird man sehen. Bitte. Wie schaut es da dann eigentlich mit der Lizenzierungsthematik aus? Also gerade wir verwenden jetzt einen SQL Server. Ich muss dich unterbrechen. Meine einzige Antwort ist, ich habe keine Ahnung. Okay. Ich beschäftige mich mit dem Thema überhaupt nicht. Wir sind seit 10 Jahren in der Azure Cloud und in Azure ist es einfach so, du nimmst das Service, das du willst, und mit dem monatlichen Stundenpreis oder was auch immer du bezahlst, sind alle Lizenzen abgedeckt. Ja. Ich habe seit 10 Jahren mir keine Lizenzbedingungen mehr angeschaut und keine Preislisten. Deswegen, ich bin komplett der Falsche und alles, was ich jetzt sagen würde, hat eine riesen Chance, dass ich einen Blödsinn sage. Deswegen sage ich dir aber nichts. Okay. Also so eine strategische Ausrichtung oder sowas? Die strategische Ausrichtung heißt Cloud. Das dort wollen sie alle hin, aber natürlich, ihr wisst, bei der Microsoft gibt es eigene sogenannte Licensing Specialists, die nichts anderes tun, als quasi ein Doktorat in Lizenzbedingungen ablegen. So ungefähr kann man sich das vorstellen und ich bin keiner davon. Hm. Bitte. Was für ein Footprint haben die Hyper-V-Container? Also wie viel kopiert der rüber? Kann ich da nicht sagen. Kann ich da leider nicht sagen, da fehlen mir die Detailinformationen. Also hast du schon mal ausprobiert, wie viele Sekunden das braucht mit Daten? Was, ein Nano-Server? Das hast du vorher live gesehen? Ah, okay. Also das war so ein Hyper-V-Container quasi. Okay, sehr gute Frage. Ich habe es noch nicht ausdrücklich gesagt. Ich muss es aber noch mal dazu sagen. Die da, das ist das einzige, was es unter Windows 10 gibt. Wenn du unter Windows 10 irgendeinen Windows-Container startest, dann ist es immer ein Hyper-V-Container. Warum? Weil man keinen Windows-Server hat. Er kann nicht das Windows-Server-Betriebssystem kopieren. Es geht nicht, weil kein Windows-Server-Betriebssystem da ist. Und aus diesem Grund gibt es unter Windows 10 nur Hyper-V-Container. Also das, was du zuerst gesehen hast, war live. Bitte. Also immer. Braucht man eine Windows-Lizenz für Hyper-V? Nein. 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 Du kannst unter Windows 10 Hyper-V betreiben, ich weiß nicht, inwieweit das für einen Produktivbetrieb gedacht ist, und bei den Windows Server, jetzt sage ich doch was, ist es bei den meisten SKUs, ich weiß nicht, ob es SKUs gibt, wo das nicht dabei ist, so, dass eine gewisse Anzahl an virtualisierte Windows-Maschinen integriert ist. Ich glaube, in der Data Center Edition, ich weiß nicht, ob das überhaupt nur der richtige Name ist, darfst du so viel betreiben, wie du willst, sagen wir so, in den teuren Editions kannst du betreiben, so viel du willst, was halt die Hardware hergibt. In den billigen Lizenzen ist diese Anzahl irgendwie limitiert. Aber bitte fragen mich nicht um die Details. Aber dieses Data Center Ding, da braucht man Lizenz quasi. Ja, einmal. Ja. Okay. Ja. Ein gratis Windows gibt es bis heute nicht. Es gibt gratis Windows Updates, was man gesehen hat von 8 auf 10. Aber es gibt kein gratis Windows. Du musst jedes Windows lizenzieren, außer in der Cloud. Dort bezahlst du einfach noch Stunden, Minuten oder was auch immer. Und da ist die Lizenz mit bis auf ganz wenige Ausnahmen inkludiert. Wenn du Oracle betreibst in Azure, dann kannst du das nicht mitkaufen, du brauchst eine eigene Lizenz. Und auch bei SQL-Server gibt es das teilweise, dass du deine Lizenz mitbringen kannst, dann zahlst du nicht weniger. Nur im Regelfall ist das einfach dadurch erledigt. Danke. Gerne. Ja? Kurze Frage, es gibt ja asiatische Cloud-Functions und wenn wir jetzt sagen, wir werden Export, dann kann ich mir entscheiden, ob ich Export oder Client oder C-Sharp und keine Cloud-Function was machen. Ist die billiger CPU-Zyklen als wie Container mit den gleichen Code drin oder was darfst du dafür? Das ist ein sehr guter Punkt. Azure Functions, erstens einmal darf ich wieder Werbung machen. Kommt zu Dev1, dann hört es mir eine ganze Stunde nur über Functions reden. War das jetzt gut? War schon gut, oder? Okay. Die Antwort geht recht rasch. Da muss man ein bisschen Geschichte betreiben. Manchmal muss man, um Microsoft-Produkte zu verstehen, lang genug dabei sein, weil sonst versteht man die Architektur nicht. Worauf ich hinaus will, ist dieser Button hier, Windows und Linux. Wenn du eine Azure-Function anlegst, hast du die Wahl, ob du diese Function unter Windows oder unter Linux verwendest. Wenn du nämlich auf Linux klickst, dann wirst du sofort feststellen, dass ich da unten, ja, da kann ich einen App-Service-Plan auswählen, aber wenn ich dann die Function-Server deploy in Wirklichkeit einen Docker-Container.
Ja? Das heißt, die Linux-Variante, die basiert schon auf Docker. Die Windows-Variante, die basiert nicht auf Docker. Die basiert auf einer eigenentwickelten Sandbox-Technologie, die sie Kudu nennt. Und diese Sandbox-Technologie sitzt on top of Windows und ist nicht standardisiert. Warum entwickelt Microsoft eine eigene Windows-basierte Sandbox, wenn es eh sowas wie Docker gibt? Sie wollen doch mitspielen mit Docker, warum dann sind das wieder Konkurrenten, Rad neu erfinden? Ganz einfach, die Windows-Variante ist viel öder als Docker. Das gibt es schon länger. Und zu dem Zeitpunkt, wo Microsoft diese Variante implementiert hat, hat es noch kein Docker gegeben. Da war Docker in den Kinderschuhen, wenn es überhaupt schon gegeben hat. Aus diesem Grund gibt es diese Windows-Variante, die ist rock solid, wir verwenden sie in vielen Bereichen, die ist super flott und funktioniert sehr, sehr gut, basiert halt nicht auf Docker. Und bei Linux basiert sie bereits auf Docker. Wird es unter Windows auch irgendwann auf Docker basieren? Ich habe keine. Und das ist das Schöne an Platform as a Service oder Serverless Functions, es ist mir egal, wie sie es betreiben. Solange das Ding einfach läuft, ist es gut. Jawohl. Wann ist da immer Docker Image erzeugt wird, läuft dann jede Function in einem eigenen Prozess, ist das nicht voll unperformant? Also wie wenn man da automatisch relativ irgendwas betreibt, was vielleicht leicht wichtig ist. Mhm. Ja. Ja, ist immer so. Ich habe vor kurzem ein super Zitat gelesen, das möchte ich da bringen. Das Ganze geht um das Thema Microservices. Ja, ist so nach dem Motto, ich habe jetzt irgendeinen Prozess und packe den jetzt in ein eigenes Microservice und widme ich dem Ding einen eigenen Container oder nicht. Da habe ich vor kurzem ein Zitat gelesen, das hat ungefähr so geheißen, Microservices, turning a function call into an adventure. Und das trifft aus meiner Sicht sehr, sehr gut, das hat mir sehr gut gefallen, denn bis zu einem gewissen Grad ist es schon ein bisschen absurd, wenn man jetzt weiß, was man eigentlich will. Eigentlich will ich einen Function Call machen, vielleicht einen Fork und das war's dann. Nur in größeren Teams ist es halt oft so, dass größere Projekte, sagen wir mal so klassische Monolithen, die wachsen und wachsen und wachsen und irgendwann haben wir so ein großes Ding, das in sich schön homogen ist, da kann man geschwind einmal forken oder einen Prozessaufruf machen und so weiter. Nur je größer die Dinge werden, desto träger werden sie. Und irgendwann will ich da links was verändern, von .NET auf .NET Core umstellen. Und die da rechts oben haben aber gerade keine Zeit. Aber nachdem wir in einem gemeinsamen Monolithen leben, wo es einfach ein Function Call ist, kann sich überhaupt nicht mehr bewegen. Und wenn ich ein paar solche Situationen habe, habe ich eine Situation, wo ich die von vielen meiner Kunden kenne, wo Applikationen altern, sich nicht mehr weiterentwickeln. Warum? Weil es immer irgendwen gibt, der gerade nicht kann. Und alle hängen so miteinander zusammen. Also wenn man diesen Gedanken von Microservices mitnimmt und sagt, eigentlich will ich den Monolithen auseinanderreißen in kleinere Teile und diese Teile sollen technologieunabhängig sein, die sollen sich eigenständig weiterentwickeln können, die will ich auch wegwerfen können und mit einer neuen Technologie neu bauen, ohne dass die anderen ein Problem rundherum haben, dann bezahle ich diese Flexibilität durch Overhead zur Laufzeit, indem ein Function Call plötzlich ein REST-API-Aufruf wird, und indem ich plötzlich keinen Funktionsaufruf mehr habe, sondern in Wirklichkeit einen eigenen Docker-Container starte, was eigentlich absurd ist im Vergleich zum Funktionsaufruf. Also die Word ist da nicht schwarz und weiß, die Word ist bunt, würde ich mal sagen. Und dieser Trend hin zu Microservices und Container-Isolation und sonst was, kommt ganz stark aus dieser Microservice-Welt, wo ich sage, ich will meinen Container in viele ich will meinen Monolithen in viele kleine Monolithen zerteilen, die dürfen eh gern in sich homogen und sonst was sein, aber nicht so groß, dass sie keiner mehr bewegen kann. Also, ich weiß nicht, ob das bei der Frage beantwortet, aus einer Laufzeitsicht hast du vollkommen recht, aus der Sicht eines Großprojekts ist diese Unabhängigkeit ein Wert, den man dem entgegensetzen muss und dann eben entscheiden muss und abwägen muss, je nach Fall. Ich habe auch schon Microservices gesehen, die eher in die Nanoservices gehen, wo 3 Leute ein System in 170 Microservices zerteilt haben und Container, da ist überhaupt nichts mehr gegangen. Die waren zwar furchtbar unabhängig, aber die Software hat sich keinen Millimeter mehr bewegt, weil die haben nur mehr Container startet. Also das wäre jetzt das Anti-Pattern dazu. Cool. Haben wir noch Fragen? Wenn nein, können wir gemeinsam stolz sein auf unser Zeitmanagement. Das ist nämlich genau 21.27 Uhr. Wir haben gesagt, wir machen 1,5 Stunden. Also 3 Minuten hätten wir noch. Die 3 Minuten sage ich erstens mal danke, dass ihr da sein habt dürfen. Ich hoffe, es waren interessante 1,5 Stunden. Ihr habt was Neues gelernt, da oder dort.
Wenn ihr noch Details wissen wollt, kommt einfach zu mir, sehr gerne. Ihr habt auch meine Kontaktdaten, das zeige ich euch nur ganz kurz. GitHub rstropek ist mein User auf GitHub und da drinnen gibt es ein Repository, das heißt Docker VS 2015 Intro, dass das VS 2015 heißt, das ist wieder typisch gewesen, das habe ich 2015 angefangen und wisst ihr, wie das ist, das lebt und lebt und lebt und jetzt heißt das Ding halt 2015. Da findet ihr meine ganzen Docker-Slides, meine Docker-Samples und solche Sachen. Auf meinem YouTube-Channel findet ihr eine Menge an Videos zu dem Thema und wenn ihr schaut, es gibt da Haufen an Repositories zu verschiedensten Themen, schaut euch einfach um, schaut euch auf GitHub um und ihr wisst ja, die Sternchen da oben, das sind die Likes der Developer, also wenn euch was gefällt, dann gebt es mal Sternchen. Freue mich wieder mal. Passt das gut. Gut, herzlichen Dank, dass ich da sein habe dürfen und viel Spaß beim Dockerisieren unter Windows. Danke.